Was bauen wir denn jetzt noch? Wieder ein Jagdpanzer. Okay, wir können uns vielleicht nächste Runde mal wieder auf einen Meteor Strike gefasst machen. Je nachdem, wie viel wir ihm jetzt kaputt kriegen. So, jetzt muss ich mich beeilen, in 10 Minuten gibt's bei mir Essen. Das heißt, ich werde ab jetzt Sturms Züge skippen. Ja, dann mach mal. 10 Minuten den Gegner plötzlich. Hat die viel zu lange Zeit gelassen. Ein S-Rang wird das eh schon nicht mehr. Okay. Frage ist, ob er den noch hinkriegt jetzt. Ich darf es nur nicht bis zur 10. Power treiben eigentlich. Das wäre mein Untergang. Immer schön die Infanterieeinheiten kaputt machen, dann baut er sie nach. Oh, und da ist mein Skype abgeschmiert, yay. Nutze ich mal die Deckung von seinen Städten hier ein bisschen aus. Ja. Okay. Skype ist wieder da. Das ist sehr schön. Ich müsste direkt wieder eine neue Bildschirmübertragung geben, oder? Ja. Moment. Ich mach den Zug hier noch fertig und dann gebe ich dir schnell eine neue. Moment, ich pausiere ganz. Okay, Übertragung ist wieder an, wir sind wieder da. Und die große Frage, es kommt ein Meteor, okay. Und der wird mir jetzt mit ziemlicher Sicherheit hier reingehen. Oder irgendwo da, so. Ich hoffe einfach mal, dass er bei Grid unten reingeht, dass der Catcher da unten stark genug ist. Das könnte ich jetzt überhaupt nicht haben, wenn er mal den in die Frontlinie reinschmeißt. Ja gut. Er funktioniert. Das ist mir, glaube ich, noch nie gelungen, dass mir alle Kometen bei der Blauen Armee unten reingegangen sind. Jo, Kanbei hat eine Front aufgebaut. Am Choke Point. Das heißt, wir können jetzt mal anfangen, dahinter die Verteidigung aufzubauen. Ich habe letzte Runde ganz vergessen, irgendwas zu bauen. Ja, dann holen wir das jetzt halt doppelt nach. So, jetzt kommt Grid endlich mal richtig zum Zug. Jetzt hat er nämlich die Ecke da.
So, kann bei Artis reichen, leider nicht so weit wie die von Grit, aber... Boden gut machen kann ich jetzt hier gerade nicht. Ich lass ihn jetzt hier einfach mal kommen. Er hat den APC da unten mal wieder bewegt. Tag 28. Oha. Viel zu lang schon. Ja. Mach mal den da kaputt, weil dann kann ich nachher mit Andy weiter reinrücken. Ups, ich wollte jetzt den eigentlich nicht angreifen. Ah, gut. Warum eigentlich nicht? Eine bessere Gelegenheit kriegen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. So, wie sieht der Meteor aus? Okay, noch lange nicht voll. Jetzt muss ich hier einfach mal Boden gut machen. Einfach immer weiter zurückdrängen.
Immer noch alles im grünen Bereich. Co-Power technisch bei ihm. Okay, passt noch. Nächste Runde brauchen wir dann wieder einen. Oder ich verteile die Einheiten hier einfach mal alle ein bisschen. Wenn ich schaffe, durch seine Verteidigung durchzukommen, dann kann ich meine Einheiten mitten in seiner Basis verteilen. Dann geht der Meteor da auch nicht unbedingt rein. Und reicht der schon? Ja, der reicht schon. So, langsam wird's was hier. Jo. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der kommt da auch hin. Das ist schön. Dann kriege ich den Raketenwerfer da gleich noch mitgenommen. Oder, Moment, ich krieg den auch mit Kanbei. Wenn ich den mit Kanbei kriege, ist das sogar noch viel besser. Kanbei macht eh mehr Schaden. Ja, warum nicht? Wenn wir gerade alles so gedamaged haben. Ich könnte theoretisch da unten, dann brauche ich die Einheiten hier noch. Ich baue da unten einen Comet Catcher. Also das, was da oben steht, müsste momentan mehr als locker reichen. Sei denn, der unten vom Grid funktioniert nochmal. Ich glaube sogar, dass der vom Grid nochmal funktionieren könnte.
Weil alles, was er da oben reinwirft, erwischt er so viel von seinen eigenen Einheiten. Selbst wenn er jetzt hier reingeht, da würde er die ganzen Einheiten auch mit erwischen. Von sich selber. Der geht nochmal bei Grid rein, wenn ich das richtig sehe. Oder da unten in den von Andy. Hauptsache nicht in die Frontlinie, das ist das einzig Wichtige. Ja. Nachdem das jetzt endgültig der letzte Meteor Strike war, diesmal bin ich mir da auch ziemlich sicher, dass es der letzte war, dann die kriegt Grid alle weg da an der Seite. Machen wir ihm die Infanterieeinheiten kaputt, damit er die nachbaut. Oha, der überlebt es sogar. Einmal hier. Ich skippe jetzt die ganzen Cutscenes. Einheitenbaum brauchen wir jetzt schon nicht mehr, weil alles, was ich jetzt noch baue, kommt nicht mehr vorne an. Oh, es gibt eine Overwatch Open Beta. Na, gibt's die jetzt endlich? Ja, die nächste irgendwann. Oh, da werden die Server überlastet.
So, yay, Capturing. Ja. Wird langsam Zeit dafür, ne? Ja. Optimal. Ja, genau, kannst ja dein... Oh, jetzt... Kommt der Tanzer da nicht ran, das ist jetzt ja natürlich nicht so doof. Toll. Und das war ja sowas von klar. Okay, jetzt kann er das Capture nicht mehr verhindern. Und endlich, nach wie vielen Tagen? Viel zu viel, das wird ein C-Rang. Aber hey. Wir haben es geschafft. Rivals Mission kommt ja auch nur, wenn man Eagle dabei hatte. So, während die Credits jetzt durchlaufen, können wir uns schon mal verabschieden, weil ich muss jetzt dann eh gleich zum Essen gehen. Ja. Ja, war ein sehr, sehr tolles Spiel mal wieder. Ich hab's ja schon mal in der normalen Kampagne einfach so mal durchgespielt. Das war das allererste Advance Wars, das ich hier gespielt habe, und jetzt sind wir mit Advance Wars endlich fertig. Das einzige Advance Wars, das ich jetzt nicht gespielt habe, das war Dark Conflict oder Days of Ruin, je nachdem welches, ob man die europäische oder die amerikanische Version nimmt. Liegt einfach daran, dass ich davon keine anständige ROM habe, die nicht total laggy ist. Also man kann es zwar spielen, aber hört sich zum einen nicht wirklich gut an und zum anderen sieht es nicht unbedingt gut aus. Nee, das stimmt. Also wenn es sich gut aussieht, dann soll man es sein lassen. Ich bin mal gespannt, ob das noch ein Overall S-Rank wird, aber ich glaube eher, dass das ein A wird.
So. Ansonsten sind wir jetzt endlich fertig mit Advance Wars. Das war jetzt, zumindest sofern ich mir nicht irgendwann noch eine Capture Card zulege, erstmal das letzte Advance Wars Let's Play. Mal schauen, womit ich jetzt hier überhaupt weitermache. Also ich habe mir noch für Advance Wars noch nicht wirklich eine Nachfolge überlegt, muss ich mal dazu sagen. Und ich bin jetzt auch mal am Überlegen, in wie viele Parts ich die letzte Mission schneiden muss. Weil ich habe so mal so leicht auf den Timer geschielt, aber ich habe ungefähr 2 Stunden dafür gebraucht. Da hätten wir mal mit Gold gespielt. Mal sehen, vielleicht wäre es ja schneller gewesen. Mit dem, der Guide für die Mission hilft leider nichts, das ist das Problem. Weil die Mission ist jedes Mal anders, egal, da kommt es immer voll drauf an, welche Kurs du hast. Du hast ja 3 Möglichkeiten bei Blue Moon und 4 bei Green Earth, das heißt, du hast insgesamt 12 verschiedene Möglichkeiten, wie du dieses Level angehen kannst. An ja, verschiedenen okay. Kombinationen mit Kommandanten. Jeder von denen hat eine andere Startarmee und folglich ist jedes Mal die Ausgangssituation ein bisschen anders. Deswegen kann man für dieses Level nicht wirklich einen Guide schreiben. Oh, es ist sogar noch ein S-Rang. Okay. Okay, ich beende jetzt einfach die Aufnahme, damit wir jetzt genau bei 4 Stunden sind. Tschüss! So, an dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag, weil ich das beim Ende der letzten Aufnahme vergessen habe. Dadurch, dass wir jetzt die Advance-Kampagne auf dem Weg gemacht haben, auf dem wir es jetzt gemacht haben, können wir jetzt außerdem Kit anwerben als Co. und Drake, weil wir in allen Green Earth-Missionen mit Annie gespielt haben. Falls ihr es nochmal genau wissen wollt, was die genauen Bedingungen dafür waren. Wenn ihr Kit haben wollt, benutzt in der 4. Mission Max. Und wenn ihr Drake haben wollt, in den 4 Green Earth Missionen immer Andy benutzen. So, jetzt haben wir außerdem, weil wir alle Kommandanten angeworben haben, außerdem noch die Möglichkeit, hier Sturm zu holen. Das ist die Versus-Version vom Sturm. Die ist ein bisschen, die funktioniert ein bisschen anders als die von der Kampagne. Und jetzt außerdem noch, weil wir alle Kommandanten haben und die Advance-Kampagne gefinisht haben, können wir jetzt außerdem noch Nell. Und damit haben wir jetzt alle Kurs im Spiel. Die können wir jetzt auch im Kriegsgebiet und sonst im Kampfmodus verwenden. Also nochmal so. Alle da. So. Das war's jetzt aber auch schon. Jetzt sind wir endgültig fertig mit Advance Wars.